Hey, herzlich willkommen zu diesem 10-minütigen Sixpack-Workout. In diesem Workout werden wir 5 verschiedene Bauchmuskelübungen für jeweils 45 Minuten durchführen mit 15 Sekunden Pause zur nächsten Übung. Wir werden das Ganze 2-mal wiederholen, also insgesamt 10-mal 45 Sekunden die Bauchmuskulatur trainieren und wie gesagt 15 Sekunden zwischen jeder Übung pausieren. Bevor wir das Ganze starten, wärmen wir uns kurz auf, also beginnen ganz kurz in der stehenden Position, deinen Oberkörper links, rechts zu rotieren und lass deine Arme ganz passiv an deinen Körper schwingen. Löse jede Spannung von deinen Schultern, deinen Armen und deinem Nacken und dann beginn langsam die Arme aktiv nach hinten zu schwingen und spann deinen Bauch leicht an, damit die Bewegung mehr in deine Brustwirbelsäule gelangt und weniger in deinen unteren Rücken. Dann pendel dich langsam in der Mitte wieder ein, verschränk deine Finger und schieb die Arme hoch und zieh dich einmal links und einmal rechts in die Länge. Sehr gut. Dann verschränk die Finger hinterm Rücken, verbinde die Handflächen und roll hier 2-3 Mal deine Schultern über oben nach hinten unten und dann beginne langsam die Schulterblätter nach unten zu ziehen, streck deine Ellbogen, halte den Bauch aber angespannt, dass du nicht ins Hohlkreuz knickst, sondern halte den unteren Rücken gerade, während du dein Brustbein nach vorne oben schiebst. Atme hier einmal tief ein und mit der Ausatmung sink nach vorne, lass die Hände verbunden, beug dein linkes Knie, beweg die Arme nach links, beug dein rechtes Knie, beweg die Arme nach rechts. Noch einmal jede Seite links und rechts. Dann komm zurück in die Mitte, bring die Handrücken auf deine Wirbelsäule, lass die Ellbogen und deinen Kopf sinken. Streif die Handrücken entlang deiner Beine Richtung Boden und schaukel hier deine Schultern und deinen Nacken ganz locker aus. Und dann setz dich von hier in die tiefe Hocke hinunter und beweg ganz locker links, rechts hin und her und spür dich in deine Sprung, deine Knie und deine Hüftgelenke hinein und nimm auch die angenehme Länge in deinem unteren Rücken wahr. Von hier atme einmal tief ein, bring Länge in deine Wirbelsäule und mit der Ausatmung bring die Fingerspitzen zum Boden, komm nochmal in die tiefe Vorbeuge und beuge und streck dein linkes und rechtes Knie abwechselnd. Sehr gut. Und dann komm von hier mit den Knien am Boden, komm in den Kniestand und schwing die Arme nochmal locker vor und zurück. Einmal den linken Arm vorne, einmal den rechten und dann verbinde die Finger noch einmal. Zieh dich in die Länge und streck dich nochmal links und rechts und schüttel die Arme nochmal aus. Falls du dich noch besser aufwärmen möchtest, pausier das Video, mach dein Warm-up und dann legen wir los. Ansonsten beginnen wir gleich gemeinsam. Komm auf den Rücken. Die erste Übung sieht wie folgt aus. Wir strecken die Beine am Boden aus. Wir legen den Oberkörper am Boden ab. Und nun beginnen wir, die Brust und die Knie zusammenzuführen. Das bedeutet, wir ziehen uns hoch, ziehen die Knie zur Brust, strecken wieder aus, ohne die Beine am Boden abzulegen und ziehen wieder hoch. Das Ganze für 45 Sekunden. Der Timer läuft ab jetzt. Und los. Hoch. Nieder. Und ganz wichtig, atme dabei. Lass die Atmung nie stoppen. Tief ein- und ausatmen und spür die angenehme Aktivierung an deiner Bauchmuskulatur. Sehr gut. Tief ein- und ausatmen. Du hast schon 20 Sekunden hinter dir. Locker weiter. Nur nicht aufgeben. Denk nicht an die Anstrengung, sondern denk an die starken Bauchmuskeln, die du dadurch generierst. Sehr gut. Nur mehr 5 Sekunden. Noch 2-mal. Hoch, nieder, hoch, nieder und kurze Pause. 15 Sekunden Pause. Ich zeige dir kurz, wie die nächste Übung ausschaut. Mit Oberkörper am Boden, Handflächen am Boden, Beine anheben und absenken, ohne den Boden zu berühren. Auf und nieder. Drück dabei den unteren Rücken durchgehend in den Boden hinunter. Die Pause ist vorbei. Es geht wieder weiter. Wir legen los in 3, 2, 1 und los. Beine hoch, Beine nieder und atmen.
Atmen dabei. Auf und ab. Versuch den unteren Rücken durchgehend in den Boden zu drücken und lass die Atmung fließen. Halte die Zehenspitzen ebenso wie deine Knie gestreckt und gib nicht auf. Locker auf und nieder. Sehr gut. Du schaffst das. Locker weiter. Nur mehr 20 Sekunden. Konzentriere dich voll und ganz auf deine Atmung. Tief ein und kräftig ausatmen. Sehr gut. Nur noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. 15 Sekunden Pause, bevor es wieder weitergeht, zeige ich dir die nächste Übung. Füße am Boden, Schulterblätter vom Boden abheben. Jetzt die rechte Hand zum rechten Fuß, linke Hand zum linken Fuß. Locker hin und her, die Schulterblätter berühren dabei den Boden nicht. Wenn du bereit bist, legen wir los, denn die Pause ist schon wieder vorbei. Also, die Zeit läuft ab jetzt. Oberkörper anheben, links und rechts hin und her und atmen dabei. Spür, wie deine Bauchmuskulatur jetzt auch auf der Seite deines Bauches aktiv wird und lass die Atmung fließen ohne Pause. Sehr gut, du schaffst das. Locker weiter. Gib nicht auf. Halte die Schulterblätter überm Boden. Leg nicht am Boden ab. Sehr gut. Nur mehr 15 Sekunden. Du schaffst das. Komm, locker weiter. Tief atmen, tief ein und lange aus. Und noch 4, 3, 2, 1 und 15 Sekunden Pause. Sehr gut. Noch 2 Übungen in diesem Set und dann das Ganze nochmal. Und dann sind die Bauchmuskeln gestählt, wenn man das so sagen kann. Okay, gehärtet. Okay, nächste Übung. Mountain Climbers, Hände schulterbreit, Fingerspreizen, Liegestützposition, Knie abwechselnd zur Brust ziehen. Du entscheidest, wie schnell dass du es machst, desto schneller, desto intensiver. Die Pause ist vorbei, also wird nicht mehr lange geredet. Es geht los. Der Timer läuft und wir üben, wir praktizieren die Mountain Climbers und genießen diese Übung. Lass die Atmung fließen hier. Spür auch die Aktivierung in deiner Schultermuskulatur. Schieb den Brustkorb ganz leicht nach oben, um nicht einzusinken. Und locker weiter noch für 20 Sekunden. Du schaffst das. Nicht aufgeben. Gleich hast du es geschafft. Wenn es zu intensiv wird, mach ein bisschen langsamer. Wenn es zu leicht ist, mach ein bisschen schneller. Noch 4, 3, 2, 1 und Pause. 15 Sekunden Pause. Nächste Übung sieht wie folgt aus. Beine sind Richtung Decke gestreckt. Hände am Boden, Becken schiebt hoch und nieder. Auf und nieder. Das Ganze 45 Sekunden durch. Bist du bereit? Denn die Zeit läuft ab jetzt. Und wichtig, wie schon unzählige Male erwähnt, lass die Atmung fließen. Tief ein und lange aus. Tief ein und aus. Sehr gut. Die Atmung gibt dir die Kraft, die du benötigst, um dieses Workout durchzuziehen. Auf und ab. Noch 15 Sekunden. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Komm, es liegt nur am Kopf. Die Willensstärke ist jetzt gefragt. Noch für 4, 3, 2, 1. Hoch und kurze Pause. Atme durch. Wir gehen das Ganze noch einmal durch und dann hast du es geschafft. 10 Minuten können sehr, sehr lange sein. Das unterschätze ich selber immer wieder. Okay, also, die Pause ist vorbei. Wenn du bereit bist, komm wieder auf deinen Rücken, streck die Beine am Boden aus, wie zuvor. Bei der ersten Übung Knie zur Brust und wieder strecken. Das Ganze für 45 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Hoch, nieder und atme dabei. Nicht aufgeben, locker weiter, ohne Pause. Wenn es für dich nicht mehr geht,
halte oben oder halte unten, aber gib nicht ganz auf. Versuch zumindest in der Position zu bleiben. Auch wenn du keine Wiederholungen mehr schaffst, halte die Position. Aber du schaffst es, denn du bist stark und du hast das Durchhaltevermögen. Also, gib nicht auf. Lass dich nicht unterkriegen. Noch für 8 Sekunden. Komm, locker weiter. Noch für 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Weiter geht's mit den Beinhebern, wie zuvor. Oberkörper liegt am Boden. Der untere Rücken drückt in den Boden hinunter und die Beine heben auf und nieder. Hey, okidoki. Wenn du bereit bist, komm in die Position, denn die Pause ist bereits vorbei. Bring die Hände neben deinem Becken zum Boden, streck die Beine aus. Die Zeit läuft ab jetzt. Beine hoch und nieder. Locker auf und ab. Und die Atmung fließt ohne Pause. Lass deine Atmung hier nicht stoppen. Streck deine Zehenspitzen, streck deine Knie. Erzeuge ein bisschen Spannung in deinen Beinen. Und genieße die Aktivierung an deiner Bauchmuskulatur. Nicht aufgeben, du schaffst das. Die Schwäche existiert nur im Kopf. Also überwinde die Grenze in deinem Kopf. Und du schaffst das ganz, ganz locker. Locker weiter, auf und ab. Nur noch 7 Sekunden. Komm, nicht aufgeben. Gleich hast du es. Noch 3, 2, 1. Und kurze Pause, aber nicht zu lange. Wir legen nämlich gleich wieder los mit den seitlichen Crunches. Das bedeutet, Oberkörper ist angehoben. Wir bewegen links und rechts die Hand zum Fuß. Füße stehen am Boden. Bist du bereit? Ich hoffe es, denn es geht schon wieder weiter. Uiuiuiui. 10 Minuten können so lang sein und 15 Sekunden so kurz. Also, die Zeit läuft ab jetzt. Links, rechts, hin und her und atmen dabei. Spür, wie jetzt die seitliche Bauchmuskulatur mehr aktiviert wird. Sehr gute Übung als Ergänzung zu den geraden Bauchmuskelübungen. Die seitlichen Bauchmuskeln sollten auf keinen Fall vernachlässigt werden, sind auch sehr wichtig für die Stabilisierung unseres Rumpfes, unserer Wirbelsäule. Und wir haben nur mehr 15 Sekunden. Schau, es geht super easy. Lass die Atmung fließen. Gib nicht auf. Halte die Schulterblätter über dem Boden. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause, komm hoch, denn wir machen weiter mit den Mountain Climbers. Das bedeutet, die nächste Position, die wir einnehmen, ist die Liegestützposition und wir ziehen die Knie wieder abwechselnd zur Brust heran an. Wenn du bereit bist, lass uns loslegen, denn die Pause ist bereits vorbei. Die Zeit läuft ab jetzt. Locker Knie zur Brust und atmen. Du schaffst das. Lass dich nicht unterkriegen. Glaub an dich. Erzeug Feuer in deinem Körper und nutze dieses Feuer, um die Übung durchzuziehen bis zum Ende. Nicht aufgeben. Du kannst es. Atme tief ein und lange aus. Noch für 15 Sekunden locker weiteratmen und hier nicht aufgeben. Noch 10 Sekunden, come on. Wenn du kannst, erhöhe die Geschwindigkeit noch ein bisschen. Für 5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause, bevor wir zur letzten Übung kommen. Das letzte Mal die Bauchmuskeln bis ans Limit treiben. Dieses Mal heben wir wieder das Becken an in der Rückenlage. Also, die Übung sieht so aus. Du kennst sie schon vom vorherigen Durchgang. Die Pause ist wieder vorbei und die Zeit läuft ab jetzt. Komm, letzte Übung. Gib noch einmal alles, was in dir und in deinen Bauchmuskeln steckt. Lass dich nicht unterkriegen von deinem Kopf, von irgendwelchen Zweifeln. Du kannst das. Du schaffst das. Einfach locker weiteratmen und an deine Grenzen gehen. Gib nicht auf. Weiter, weiter, weiter. Nur noch 15 Sekunden. Come on. Gleich hast du es geschafft.
atme tief ein und lange aus. Nur noch 5 und 4, 3, 2, 1. Ein letztes Mal hoch und nieder. Wahnsinn! Du hast es super durchgezogen. Sei stolz auf dich. Ganz ehrlich. Das war super. Also, kannst du wirklich stolz auf dich sein. Du siehst übrigens, dass man sehr, sehr wenig Zeit für ein sehr intensives und effektives Workout braucht. Wenn du die Pausen ein bisschen reduzierst, brauchst du gesamt weniger Zeit und hast dem Ganzen mehr Intensität erlangt. Dadurch diese Workouts super, super praktisch, wenn man wenig Zeit zum Trainieren hat. 10 Minuten Bauchworkout, 10 Minuten Push-Up-Workout, 10 Minuten Beinworkout, in Summe 30 Minuten und dein ganzer Körper ist ans Limit gegangen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Workout Spaß gemacht hat. Falls deine Bauchmuskeln jetzt noch nicht müde sind, kannst du gerne noch einen Satz machen oder das Workout wiederholen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Wünsche dir bis dahin alles Liebe und freue mich aufs nächste Mal. Peace!